Hallo, ich bin Conny. Kommst du mit auf Safari? Dort warten spannende Rechenspiele und total verrückte Typen auf dich. Zum Beispiel der zählende Gorilla Nico oder die genialen Divisionspapageien. Einfach auf den Bildschirm tippen und los geht's. Komm, wir gehen auf Zahlensafari. Zahlenraum 1 bis 100. Gleich beginnt die Elefantenparade. Das Schild zeigt dir, welche Zahl du malen sollst. Tippe auf die jeweiligen Farbeimer. So oft, bis du die gewünschte Zahl auf den Elefanten gemalt hast. Die Einer sind blau, die Zehner sind rot und der Hunderter ist grün. Du kannst auch direkt auf den Elefanten tippen und Einer malen. Streichst du mit einem Finger von oben nach unten über den Bauch, entstehen Zehner. Streichst du mit zwei Fingern zugleich, malst du den Hunderter. Löschen kannst du, indem du querwischst. Wenn du fertig bist, tippe auf den OK-Klecks, um dein Ergebnis zu überprüfen. Vier. Gut gemalt. 28. Addieren. Auf geht's zur Eisdiele. Rechne die Additionsaufgabe aus. Tippe auf das Eingabefeld oder auf die Lasche der Tastatur, um die Lösung einzugeben. Addiere immer schrittweise. Zuerst die Zehner und dann die Einer. Oder andersherum, das geht natürlich auch. Gratuliere, du Rechengenie! Subtrahieren. Hilf dem Frosch über den Fluss. Rechne die Subtraktionsaufgabe, indem du die Eingabefelder auf den Steinen schrittweise ausfüllst. Wenn du auf den Piranha tippst, kannst du entweder erst die Zehner oder die Einer subtrahieren, wie es dir leichter fällt. Wenn du schon sicher rechnest, kannst du den mittleren Stein auch auslassen und im Kopf abziehen. Tippe dafür auf das rechte Eingabefeld. Mit einem Riesenhüpfer geht's dann direkt auf die andere Seite. Gratuliere, du Rechengenie! Leider verrechnet. Einmal eins. Na, was möchtest du heute üben? Richtig! Rechne die Einmal-eins-Aufgabe aus. Bist du mal unsicher, dann zieh die Leinwand herunter und schau dir die Nachbaraufgaben an. Beim Einmal-eins hilft nur eines. Üben, üben, üben. Beginne mit den leichten Zweier-, Fünfer- und Zehnerreihen und lerne sie zunächst in aufsteigender Reihenfolge. Wenn du dich sicher fühlst und die Aufgaben auch gemischt lösen kannst, kannst du beginnen, eine neue Reihe zu lernen. Zeit. Um wie viel Uhr will Faultier Finja geweckt werden? Tippe die Uhr an, die Finjas Weckzeit anzeigt. Die Zeit steht neben ihr auf dem Blatt. Richtig!
Uhrzeiten können verschieden angezeigt werden. Finjas Werkzeit erscheint auf dem Blatt als Digitaluhr. Da werden Stunden und Minuten durch einen Doppelpunkt getrennt. Eine Uhr mit Zeigern zeigt die gleiche Zeit an. Dividieren. Welche Reihe ist heute dran? Dividiere. Suche den Papageien mit dem richtigen Ergebnis auf dem Bauch. Beim Lösen kann dir die Umkehraufgabe helfen. Sie erscheint, wenn du an der Leinwand ziehst. Zwei! Richtig! Drei! Zu jeder Divisionsaufgabe gehört auch eine Multiplikationsaufgabe, die Umkehraufgabe. Sie hilft dir bei der Lösung und dabei, dein Ergebnis zu überprüfen. 10. Geometrie. Juhu, es regnet wieder Kisten. Hilf Nico und zähle die Kisten. Gib dein Ergebnis mit Hilfe der Tastatur ein. 60. Wichtig ist, beim Zählen auch die Kisten zu berücksichtigen, die du nicht siehst. Versuche dir deshalb alle Kisten im Stapel vorzustellen.